Hallo und herzlich willkommen heute Abend nach einer zweiwöchigen Pause. Mein Name ist Tim Brückenroth von deinschlagzeuglehrer.de und ich freue mich wirklich, dass ich heute wieder mit meinem Livestream am Start bin. Ich habe es tatsächlich ein bisschen vermisst und umso mehr, ja, wie gesagt, freue ich mich, dass es heute wieder stattfindet. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt bis hierhin und dass alles tippitoppi ist bei euch. Mir ist ganz schön warm, es ist super Wetter draußen. Ich muss einmal wieder hier umschalten. Und wie immer möchte ich natürlich, dass wir hier interagieren. Das heißt, schreibt mal da rein in den Chat, wer so schon mal dabei ist. Und wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr schaut vielleicht auch die Aufzeichnung von diesem Livestream an, bitte vergesst nicht, hier unten zu abonnieren und daneben die Glocke zu drücken, damit ihr nichts von mir verpasst. Ich mache ja nicht nur die Livestreams, sondern es gibt noch viele andere Geschichten von mir. Und kommentiert bitte dieses Video natürlich und so weiter und so fort. Ich sage hallo Sven, schön, dass du heute Abend mit dabei bist und dass du den Weg hierhin gefunden hast. Denn wie gesagt, draußen ist ja Bombenwetter. Ich kann da wirklich jeden verstehen, der erstmal zu Hause bleibt und ich sag mal, ein gediegenes Kaltgetränk zu sich nimmt. So. Bei mir steht gerade eine Fehlermeldung. Ich hoffe, bei euch ist alles soweit cool. Bei mir steht, YouTube empfängt nicht genügend Videodaten. Okay, das ist interessant. Ich hoffe, es ist alles cool da draußen. Hi Thorsten und hi Kai, Mahlzeit. Worum geht's heute? Heute geht's um, ich habe das ja genannt, die Abhängigkeitsübung à la Felix Lehrmann. Und wer mich jetzt so ein bisschen schon kennt, der weiß, ich mache auch alle 14 Tage mit meinem lieben Freund, dem Dirk Brandt, einen Podcast. Dieser Podcast nennt sich Schlagabtausch. Der ist für das Drums and Percussion Magazin. Und für die aktuelle Ausgabe hat der Dirk den Felix Lehrmann interviewt. Der Felix ist ein sehr, sehr angesagter deutscher Schlagzeuger, einer der Top-Drummer, die wir hier wirklich in Deutschland rumlaufen haben. Der hat eine neue Solo Platte rausgebracht, also alles tippitoppi von ihm und hört euch diese Platte an, die nennt sich Marriage Material. Alle Infos dazu im Podcast natürlich oder auf drumsandpercussion.de oder auf der Seite von Felix Lehrmann. Und in diesem Interview hat der Dirk den Felix gefragt, hast du eine Übung, die du empfehlen kannst? Und er sagte dann eigentlich eher scherzhaft, glaube ich, ja, ich habe die Abhängigkeitsübung und zwar. Ja, was ist das? Darum geht es heute, die Abhängigkeitsübung. Ich habe ja auch schon den Untertitel geschrieben. Wir Schlagzeuger beschäftigen uns sehr, sehr oft mit abwechselnden Geschichten. Das heißt, lineare Sachen. Das heißt, wenn ich rechts, links etwas abwechselnd spiele, ist das schon linear. Oder ich mache den Fuß getrennt von den Händen oder was auch immer. Also wir machen sehr viel abwechselnde Sachen. Darauf konzentrieren wir uns wirklich arg. Und manchmal bleibt so ein bisschen auf der Strecke, dass wir uns auf etwas sehr Wesentliches konzentrieren, nämlich, dass wir Sachen zeitgleich machen. Und das ist ja etwas, was ständig und überall vorkommt. Wenn ihr einen Groove spielt, kommen Sachen gleichzeitig in der Regel. Es sei denn, ihr spielt einen linearen Groove, aber seien wir mal ehrlich, wie viele von uns oder von euch da draußen spielen sehr, sehr häufig einen linearen Groove? Das kommt nicht so häufig vor. Und ja. Der Kai schreibt richtig, der Felix wird auch Dönerwade genannt. Ich weiß nicht, ob er das gerne hört. Keine Ahnung, Felix, wenn du das hier sehen solltest, schreib es in die Kommentare rein, ob du dir den Namen selbst gegeben hast oder ob das irgendwie woher entstanden ist. Ich weiß es nicht genau. Achso, bevor ich es vergesse, ich streue mal wieder ein. Lass doch bitte ein Like da direkt am Anfang. Denn das würde mich sehr freuen, denn es gibt auch Leute, die dieses Video disliken. Ich weiß nie warum. Also, wenn ihr dieses Video nicht mal mögt, dann schreibt mir doch wenigstens, warum nicht, anstatt direkt ein Dislike zu geben. Also, wer es noch nicht geliked hat, bitte einmal schnell Daumen nach oben drücken. Das ist für meine Statistik ganz gut und für mein Wohlbefinden ist es auch sehr, sehr zuträglich. Also, die Abhängigkeitsübung. Darum geht es heute und es ist im Prinzip eine Übung, die sehr, sehr vielschichtig ist. Einerseits geht es um eben die Genauigkeit der Hände und der Füße zusammen. Es geht auch dadurch, dass wir das gleich als Sechzehntelnoten machen, um eine Ausdauerübung zusätzlich für eure schwächere Hand. Es geht natürlich um die Kontrolle, weil wir
sehr, sehr leise spielen, zumindest mit einer Hand. Und zwar, das ist die Hand, die die Snare Drum gleich spielen soll. Also es sind ganz, ganz viele Facetten, die hier reinspielen. Deswegen ist es eine ganz großartige Übung. Danke, Felix, dass du mich auf diesen Trichter gebracht hast. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich schalte jetzt einmal um, damit wir mal sehen, was heute so ein bisschen passiert. So, da sind wir in der ersten Notenoberfläche. Wie immer könnt ihr die Noten runterladen auf www.deinschlagzeuglehrer.de. Das wäre natürlich eine coole Sache, damit ihr da ein bisschen Input braucht. So, und es fängt ganz easy an. Ich habe mal ganz, ganz einfach angefangen. Es sind jetzt einfach nur Vorübungen. Ich hoffe, ihr seid wieder am Set oder an einem Pad. Das könnt ihr natürlich auch auf der Couch machen, wenn ihr Kissen genügend habt. Oder auf drei Hamstern. Keine Ahnung, was euch halt so in die Schlagquere kommt. So, fangen wir einfach mal ganz easy an mit der ersten Übung. Die machen wir ganz schnell durch. Ihr kennt 16-Noten. Wer sie nicht kennt, das sind 16-Noten. 16-Noten sind ausgefüllte Noten mit einem Notenhals und zwei Balken in dem Falle oder zwei Fähnchen, je nachdem, wie sie notiert sind. Und erstmal müsst ihr gar nicht viel wissen, da steht nichts anderes als nur das hier auf der Hi-Hat. Und ich nehme meine rechte Hand auf der Hi-Hat. Ihr könnt es natürlich auch mit eurer linken Hand machen, wie ihr das wollt. So, das ist jetzt nicht so ultra spannend, aber zum Warmwerden ist es mal ganz okay. Ich hau mal ein Metronom rein. Lass uns das trotzdem mal gemeinsam machen, so eine Zeit lang. Das heißt, ihr nehmt eure Führungshand. In meinem Fall ist es die rechte. Wie gesagt, wer Open-Handed spielt, natürlich die linke. Es ist euch überlassen. Und wir machen das mal einfach in Tempo 60. Und schaut doch mal, ob ihr mitkommt. Und dann steige ich einfach mal das Tempo. Und ihr schaut einfach mal, wie schnell ihr das mit der rechten Hand oder mit eurer linken Hand dann könnt. Ich zähle einen Takt vorweg. Ich mache einmal hier den Viervierteltakt einstellen. Dann haben wir es auch korrekt. Und ich fange einfach mal an. 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D. Ah, kommt, Leute, ist nicht so ultra spannend. Wir belassen es dabei. Alles super, alles gut. So, die zweite Übung. Jetzt muss ich selbst mal hier reingucken. Genau. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, lass uns als Vorübung schon mal Folgendes tun, weil es soll auch später dann in der richtigen Übung vorkommen. Wir betonen immer den ersten einer Vierergruppe. Das ist also der Downbeat. Das ist da, wo die Viertelnote eigentlich sitzt. Und die drei Sechzehntelnoten, die drangehangen sind, die bleiben dann relativ unbetont. Wäre dann nichts anderes als das hier. Und ich schaue mal gerade in eine andere Kameraposition rein. Vielleicht kann man es da sogar noch ein bisschen besser sehen. Aber vielleicht von oben. Okay. Ich spiele nämlich diese Bewegung, das ist vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so uninteressant. Ich spiele diese Bewegung nicht hier mit dem Teil vom Stick. Moment, kann man das so sehen? Also nicht mit dem Teil vom Stick, sondern wirklich hier vorne, wo der Tipp ist und so das Ende der Schulter. Das heißt, meine Hi-Hat spiele ich wirklich mit dem Teil an. Mal gucken, ob man es jetzt sehen kann. Ich hoffe schon. Ich bin also sehr weit am Rand. Ich gehe nicht weit rein mit der Hi-Hat, mit dem Stick an der Hi-Hat, sondern ich bin sehr am Rand. Dadurch bekomme ich so einen relativ geschmeidigen Ton, ohne dass er, wie jetzt in dem Falle, zu aggressiv wird. Und das wäre mal also mein Downbeat, die Betonung. Das seht ihr an diesem Kreuzchen, das da notiert ist. Und die Unbetonten mache ich wirklich oben drauf. So als Tipp oben drauf, kann man vielleicht so sehen. Oben Tipp, das ist der Akzent. Also das betont, unbetont. Ich gehe wieder ein bisschen raus. Machen wir einfach mal ein Tempo 60. 3 E, 3, 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D.
Okay. So, das wäre jetzt erstmal für die rechte Hand schon alles. Dann kommt die linke Hand ins Spiel. Jetzt muss ich mal kurz wieder immer mal ein bisschen durch umschalten, damit ich euch auch nichts verpasse, was ihr gegebenenfalls so reinschreibt. Die linke Hand macht jetzt Ghost Notes. Deswegen sind diese Noten kleiner notiert. Okay, wenn ich also leise Noten auf der Snare Drum haben möchte, dann mache ich in meinem Notationsprogramm kleiner. Okay? Also ein großer Notenkopf wäre eine normale Lautstärke. Jetzt in dem Falle sind die eben kleiner notiert in der dritten Reihe und der C. Und deswegen bitte sehr, sehr leise spielen. Das wäre jetzt, weil ich meine rechte auf der Halb benutzt habe, meine linke Hand auf der Snare Drum. Das heißt, die andere Hand, die ihr gerade nicht benutzt habt, die kommt jetzt auf die Snare. Und für mich ist es so, das kann man jetzt vielleicht auch wieder ganz gut sehen, das ist ungefähr die Schlaghöhe für mich für Ghost Notes. Vor allem jetzt in dem Falle, weil es geht ja auch um Kontrolle. Das heißt, ich tippe wirklich nur die Snare an. Und ich mache das in der Mitte der Snare. Zumindest hoffe ich das meist. Hoffe ich das zumindest. Ich kenne den Trick, dass man an der Snare sehr gerne bei leisen Noten nach außen geht. Das ist in der Mitte. Das ist außen. Und ich denke mal, man hört einen Unterschied. Ich habe nämlich deutlich mehr Obertöne am Rand, weil da einfach mehr Kessel mitklingt als in der Mitte. Und ich möchte einen trockenen Ton haben. Man kann auch leise in der Mitte spielen. Man muss nicht nach außen gehen. Okay? Also meine Bitte bleibt in der Mitte. Oh, das reimt sich. Meine Bitte bleibt in der Mitte. Soll ich mir ein T-Shirt vielleicht vordrucken lassen? So. Okay? So. Auch da einfach 16. Noten und alle sollten gleich laut klingen. Ich ziehe euch ein. 2E und D, 3E. Das sollte fürs Erste reichen. So, jetzt kommt die nächste Reihe und da seht ihr jetzt eine dicke Note. Das ist da. Das ist da. Ich komme gleich darauf, Sven. Das ist da, also die dicke Note, da soll der Schlag lauter sein. Das heißt, wo der Backbeat sitzt auf den Zählzeiten 2 und 4, da möchte ich jetzt auch wirklich einen lauten Schlag haben. Und ich habe darüber schon mal einen Livestream gemacht. Da geht es wirklich um Bewegungseffektivität. Solltet ihr euch unbedingt reinziehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß, der Livestream. Ich glaube, irgendwas mit George Lawrence Stone. Akzente à la nach George Lawrence Stone. Irgend sowas. Ich blende natürlich den Link hier ein. Könnt ihr euch bitte angucken. Ist super, super wichtig. Wer schon was von Molar gehört hat, das kann man hier genauso anwenden. Ja, also ihr solltet euch auf jeden Fall mit solchen Bewegungslehre-Geschichten beschäftigen, weil es ist ultra wichtig und es macht euch das Leben einfacher. Okay, ich komme einmal zum Sven. Lexikon 75 hat geschrieben, bei ihm ist der Rand lauter. Spiel einfach auch da leiser. Also ich denke, man kann überall gleich laut und gleich leise spielen. Also am Rand vielleicht nicht ultra, ultra laut, weil ich glaube, da ist einfach der Ton der Snare Drum irgendwann limitiert, aber letztendlich gehe ich stark davon aus, man kann am Rand genauso leise spielen wie in der Mitte. Aber hey, ich weiß es nicht. Ansonsten, wenn ihr mal Hilfe braucht, könnt ihr mir auch mal ein Video schicken und ich gucke mir das einfach an. Ne? Also alle Infos dazu auf meiner Homepage, deinschlagzeuglehrer.de. So, aber jetzt machen wir erstmal die vierte Reihe. Das heißt, da wo die Zählzeiten 2 und 4 sind, machen wir das Ganze lauter. 3E und D, 4E und D. Okay, also ich merke selbst, ich muss noch, ja, ich muss auch noch auf jeden Fall daran üben. Ich merke, wie ich auch so ein bisschen rumeiere, ist nicht cool, also ran an die Übung. Du hast ein Dot in der Mitte, aber ich glaube, dass der Dot in der Mitte macht das ja, soweit ich weiß, nur noch mal, an der Stelle ist es das Fell ein bisschen dicker. Ich glaube nicht, dass es was mit der Lautstärke zu tun hat, aber da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ganz ehrlich.
Okay, so, das waren ja noch keine Abhängigkeitsübungen, weil wir haben nur ein Gliedmaß benutzt. Jetzt benutzen wir beide Gliedmaße. Jetzt kommt die Abhängigkeit ins Spiel. Ein alles soll wirklich parallel sein, zeitgleich. Und bei der nächsten Reihe ist es so, wir haben Hi und Snare gleich und es ist alles gleich laut, wir haben da noch keine Akzente. Okay? Lass uns das einfach mal tun. 3e und D, 4e und D. Okay. So, und jetzt wird's spannend, denn jetzt die linke Hand bleibt so, wie sie gerade war, und die rechte Hand macht jetzt den Akzent dazu. Okay? Das heißt, meine rechte Hand macht das hier. Meine linke Hand bleibt hier. Das ist schon gar nicht so einfach, wie ihr sehen werdet, weil am Anfang gehe ich stark davon aus, möchten beide Hände diesen Akzent dann spielen. Also achtet jetzt wirklich drauf, dass eure Hand auf der Hi-Hat die Sache laut macht auf dem Downbeat, auf 1, 2, 3, 4 und die Snare exakt gleich bleibt. Und das ist wirklich nicht ohne, okay? Lass es probieren. 2, 3 und D, 4. Oh ja. So, mit Strom aus. Metronom aus. So. Gut. Und jetzt muss ich ja gerade mal reingucken. Ich glaube, als nächstes habe ich dann auch noch den Akzent in der in der Snare-Drum dazu genommen. Ganz genau, so sieht's aus. Ja, so. Man kann jetzt noch einen Zwischenschritt gehen. Habe ich jetzt hier gar nicht notiert. Der Zwischenschritt ist, dass man jetzt die Hi-Hat gleich laut macht und dann eben diesen Snare-Akzent auf 2 und auf 4 schlägt. Ich habe jetzt mich dazu entschieden, direkt alles schon zusammen zu machen. Das heißt, meine Hi-Hat macht den Akzent auf 1, 2, 3, 4. Meine Snare-Drum macht den Akzent nur auf 2 und auf 4. Entschuldigung. Boah, bin ich am Wackeln heute. Mein Gott, mir ist einfach auch zu heiß. Also, auch das probieren wir. Ich zähle euch ein. 1 und D, 2 und D, 3 und D, 4 und D. Okay, so, das ist nicht einfach. Das sieht immer so einfach aus und die Übung klingt einfach und es ist ja auch nicht spektakulär. Ganz ehrlich, es ist nicht spektakulär. Wer jetzt erwartet hat, dass ich hier irgendeinen Mega-Lick vom Felix auspacke, den muss ich ja leider enttäuschen. Es geht um Basics und das finde ich so wichtig. Lasst mich das an der Stelle einmal sagen. Natürlich könnte ich euch auch irgendwelche geilen 32. Mega-Licks zeigen, aber ganz ehrlich, von den Basics habt ihr auf lange Sicht gesehen viel, viel mehr. Also ich bin für die Basics da. Da sehe ich meine Aufgabe drin. Es gibt eine Menge Leute auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, die hauen euch da die Licks um die Ohren mit Noten. Das könnt ihr euch alles auch drauf schaffen. Aber vergesst nie die Basics. Die sind halt wirklich wichtig. Und ihr seht schon, das hat alles
sein Schwierigkeitslevel, auch wenn es jetzt nicht spektakulär ist. Es kann auch nicht mehr spektakulär sein. Es geht um den Sound, um die Präzision, um die Genauigkeit. Das ist das, was euch zu einem gut klingenden Schlagzeuger macht oder zu einer gut klingenden Schlagzeugerin. Okay, so, jetzt schalten wir mal, würde ich sagen, ein bisschen das Level zurück. In dem Sinne, dass ihr euch jetzt keine Gedanken mehr über Akzente machen müsst, denn jetzt kommt die Bassdrum aber ins Spiel. Und zwar ist es immer so, Hi-Hat und Snare sollen in 16 Noten parallel laufen. Und dann haben wir die Bassdrum auf bestimmten Positionen, nämlich einmal auf der ersten Sechzehntel, auf der zweiten, auf der dritten und auf der vierten. Ich denke mal, das ist relativ selbsterklärend. Ihr schreibt auch so wenig hier in den Chat rein, also seid ihr so ruhig. Ja, danke Kai. Das sind geile Sachen, mit denen man sich ewig nicht mehr beschäftigt hat. Das ist das Ding. Man beschäftigt sich nicht mit diesen Basic-Sachen. Und die, ja, das ist eben, wie gesagt, da sehe ich eigentlich die Priorität. Wenn man die Basic-Sachen übt, kommt der Rest fast von alleine. Nicht, das stimmt natürlich auch nicht ganz, aber dann macht es viele Dinge einfacher. So, machen wir mal den ersten gemeinsam. Das heißt, versucht jetzt bei der Nummer 1, wo jetzt die Bassdrum ins Spiel kommt, die rechte an die linke Hand sehr, sehr konstant laufen zu lassen und konzentriert euch darauf, dass die Bassdrum an der richtigen Position sitzt. Okay? Ich mache wieder das Tempo auf 60. Und ich gehe mal auf diese Stellung und ich zähle euch ein und dann versuchen wir es mal. 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D. Okay, ich habe gar nicht das Mikrofon ausgeschaltet. Ich hoffe, der Sound war trotzdem okay. Nummer 2 ist dann, wie gesagt, die zweite Position der Sechzehntel. Und ich lasse es Metronom laufen. Wichtig ist, dass ihr jetzt auch, und das ist grundsätzlich auch so, dass ihr diese Sechzehntel-Positionen im Verhältnis zu dem Klick hören könnt, dass ihr das wirklich spürt. Das hilft euch so ungemein, rhythmisch sicherer zu werden. Also auch das ist eine Basic-Geschichte. Natürlich sind wir jetzt hier schon einen Schritt weiter, weil, oder wir sind eigentlich nicht einen Schritt weiter, weil wir spielen die 16 Noten ja durchgehend. Aber es wäre auch eine gute Übung, beispielsweise nur diese Stelle zu treffen. Aber das wäre ein anderer Livestream wieder. Okay, also wir machen die Nummer 2. 3 E und D, 4 E. Okay, wir lassen das drum laufen, direkt zur dritten Position. 1 E und D, 2 E und D, 3 E und D, 4 E und D. Sorry Leute, ich hab ihn ja falsch eingezählt, ich habe nicht auf die 1 gewartet, aber letztendlich spielt's ja erstmal hier jetzt keine Rolle. Und noch den vierten, auf geht's. Vierte Position der Sechzehntel. 2, 3 und die 4.
Das ist wichtig, okay? Das erstmal können. Und jetzt kommen die anderen Übungen von dem Notenblatt, was wir davor hatten, ins Spiel. Jetzt steht da drunter auch ein Übhinweis. Jetzt solltet ihr eben da hingehen, auch das Ganze mit diesen Akzenten in den Händen üben. Okay, ich mache mal ein Beispiel mit der Nummer 1. Bedeutet, wenn ich jetzt mal dieses Akzentpattern nehme, wo ich die Downbeats in der Hi-Hat immer akzentuiere und den Backbeat, also die 2 und die 4 auf der Snare, zusätzlich zu den Ghost Notes, dann bekomme ich das hier. 2, 3, 4. Aber ich empfehle ausdrücklich, erstmal wirklich auf die Genauigkeit zu achten. Gar nicht so sehr auch auf das Tempo. Es ist natürlich auch eine gute, echt für mich auch, eine gute Ausdauerübung für meine linke Hand, weil die einfach, ja, die muss ja auch die Sechzehntel mitspielen. Die spielt ja sonst nie so viel wie die rechte Hand, in meinem Fall jetzt. Ne? Also, mega Sache. Und, wie gesagt, haltet euch an die Reihenfolge, die ich vorne vorgegeben habe, mit diesem A, B, C, D, E, F, G. Das ist nicht ohne, es ist basic, aber es ist levelmäßig weit oben, wenn ihr das wirklich präzise und schön spielen möchtet. So, jetzt ist die Frage natürlich, wenn ich das aber kann, wo soll die Reise hingehen? Da habe ich natürlich auch eine Antwort zu. Und zwar könnt ihr euch irgendwelche 16-Grooves nehmen. Wer nicht mein Buch hat, das möchte ich mal kurz an dieser Stelle erwähnen, das ist das Modern Groove Drumbook, das ist im AMA-Buch, im AMA-Verlag erschienen, dieses Buch. Kriegt man überall, auch auf meiner Homepage natürlich, deinschlagzeuglehrer.de. Also, wer dieses Buch haben möchte, 240 Seiten stark, da findet man eben auch solche Grooves. Und Nummer 1 ist, also der erste, der oben ist ja nicht Nummer 1, der obere ist einfach ein 16. Groove, den man so in ganz, ganz vielen Büchern findet. Ja, also es ist nichts Tolles, es steht. So. Und was soll jetzt passieren damit? Es gibt jetzt verschiedene Schritte. Ihr könnt natürlich jetzt auch hingehen und dann irgendwelche 16. Grooves nehmen und ihr ignoriert den Backbeat erstmal. Aber ihr doppelt dafür die rechte Hand mit den Sechzehnteln mit der Snare Drum mit. Das, was wir eben gemacht haben. Das heißt, ihr doppelt die rechte Hand mit der linken Hand oder mit der Snare Drum, die Hi-Hat mit der Snare Drum doppeln. Und versucht dann diese Position der Bass Drum an der richtigen Stelle zu machen. Und das präzise. Das wäre also Step 1, was ich in der zweiten Reihe dort stehen habe. Dann geht es zum nächsten Step. Step 2 ist, ich behalte meine 16 in beiden Händen bei, mache jetzt aber eben meine Akzente, wieder diese Downbeat-Akzente in der Hi-Hat. Und der letzte Schritt ist dann, ich nehme noch diesen Backbeat-Snare-Akzent auf 2 und auf 4 mit. Und wie gesagt, das könnt ihr mit allen möglichen 16. Grooves machen, die ihr irgendwo findet. Vielleicht als kleiner Tipp, nehmt keine, wo die Snare Drum variiert. Bleibt erstmal bei dem Backbeat, ganz, das ist ja nicht simpel, aber stumpf erstmal. Und natürlich kann man das nachhingehend darin noch schwieriger machen, dass ihr auch noch Snare-Sachen findet, die ihr dann lauter in dem Pattern spielen könnt. Aber das wäre wieder gesagt, das wäre wieder ein anderes Thema. Damit will ich es auch für heute erstmal belassen. Das ist schon wieder eine ganze Menge, was man da üben kann. Das sollte locker für
eine Woche reichen. Und ich selbst übe das auch im Moment. Also der Felix hat mich da echt auf eine super Sache gebracht, wo ich auch merke, dass ich da Defizite habe. Und von daher, hey, es kann fast nicht basic genug sein. Habt ihr noch Fragen? Schreibt das bitte in den Chat rein. Ist irgendwas unklar geblieben? In der Zeit, wo ich auf eure Nachrichten warte, mache ich wieder ein bisschen Eigenwerbung. Also, wer noch nicht abonniert hat, bitte, bitte abonniert meinen YouTube-Kanal. Aber guckt mich auch, ihr findet mich auch auf Instagram, aber bitte auch auf Instagram natürlich mir bitte folgen. Ihr findet mich auf Facebook, da können wir in Austausch gehen. Checkt meine neue Seite www.deinschlagzeuglehrer.de. Kommentiert das Video, wenn es euch gefallen hat. Ich sage es immer wieder, macht ein bisschen Werbung für mich, das wäre super nett von euch. Und ja, danke, dass ihr mir die Treue gehalten habt. Wir haben uns ja jetzt 3 Wochen lang nicht gesehen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Nächste Woche geht's weiter. Es sind ja keine Ferien mehr. Das heißt, nächste Woche, jetzt geht's bis zum Sommerferien, jeden Mittwoch wieder durch. Wenn ihr Themenvorschläge habt, auch die könnt ihr mir gerne natürlich schreiben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank, dass ihr echt die halbe Stunde hier durchgezogen habt. Ich versuche das nächste Mal, ich versuche immer etwas kompakter zu machen, aber irgendwie funktioniert es nie wirklich. Also, in dem Sinne, macht euch einen ganz, ganz schönen sommerlichen Abend. Trinkt ein Kaltgetränk eurer Wahl für mich mit. Und ich wünsche euch, ja, alles Positive, bleibt gesund, bleibt munter wie immer. Und bis nächste Woche, euer Timo. Tschüss.